So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Adi! Der Adi hat schon entdeckt, was wir heute testen wollen, denn wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Eigentlich wollte ich gerade los in Rewe Käsewürfel holen für Pupsi, weil die Käsewürfel mitgebracht hat und irgendwie hat die schon die Hälfte gegessen und gesagt, sie schmecken so gut. Jetzt will die nochmal, dass ich welche hole. Dann ist mir eingefallen, gestern hat sie sich einen Smoothie gekauft, den sie trinken wollte und ich gesagt habe, jetzt wartest du ab, den teste ich erst. Und wenn ich den getestet habe, kannst du den vielleicht auch trinken. Der ist nämlich ganz speziell. Guckt euch das mal an. Da steht einfach True Fruits Domino Stein Smoothie, also ein Dominostein-Smoothie. Das klingt auf jeden Fall richtig genial. Und wenn ihr euch das Design anguckt, das sind auch zwei Herren drauf. Ja, diese Kamera. Da sind auch zwei Herren drauf mit Dominostein auf dem Kopf. Ne? Der hat hier eine Banane, der andere auch. Das sieht man schlecht. Und da ist auch übelster Text. Sexiest Weihnachtsgebäck alive, das lesen wir euch gleich mal vor. Ein Dominostein-Smoothie in so einer knallroten, heftigen Flasche. Was das genau ist? True Fruits Dominostein-Smoothie Winter Edition. Ich zeig's euch nochmal. Das sieht doch jetzt schärfer aus, oder? Weiß ich nicht. Der Text hinten, richtig genial. Sexiest Weihnachtsgebäck alive. Ist der Dominostein? Sicherlich nicht. Schließlich lässt du ihn auf Omas Plätzchenteller so lange liegen, bis wirklich gar nichts anderes mehr übrig ist. Selbst die letzten verkümmerten Stückchen des schon auseinandergebröselten Spritzgebäcks ziehst du dem Dominostein vor. Doch zum Schluss isst du ihn doch. Du würdest ihn sogar mögen, wenn du nicht diese undefinierbare Konsistenz aus knackiger Schokolade, aufgeweichtem Keks und klipprigem Gelee wäre. Dafür haben wir jetzt die perfekte Lösung gefunden, dank unserer Winter Edition Dominostein Smoothie mit unter anderem Birne, Aprikose, Traube, Kakao, Vanille und Zimt erlebst du den Dominostein in seiner attraktivsten Form. Püriert! Schicht im Schacht, also Hashtag Schicht im Schacht. Warum so viele Zutaten? Was hat das mit dem Dominostein zu tun? Ich dachte, Dominosteine, okay, wie sie hier sagen, so Keks, Schokolade und Gelee, aber Birne, Aprikose, Traube, Kakao, Vanille, Zimt, alles zusammen. Was ist das für ein Dominostein? Das sind ja 10 Dominosteine auf einmal. Möchten wir jetzt aber probieren, sieht auf jeden Fall interessant aus in dieser Packung. Ich weiß nicht, schüttelt man das eigentlich erst? Wir schütteln es einfach mal. Ich habe sogar meinen Rucksack schon auf, weil ich gerade auf dem Sprung bin. Wir tun den mal aufmachen. Zack! Das hört sich doch gut an. Das riecht auf jeden Fall sehr schokoladig, zimtig, aber auch irgendwie fruchtig. Also bis jetzt klingt das sehr gut. Adi, was sagst du? Willst du mal riechen? Adi? Riech? Adi, riech! Adi. Ich glaube, Adi rennt weg. Adi, dem ist das nicht geheuer. Aber egal, ich bin ja da und ich werde den probieren. Okay. Wenn man das aufteilen möchte, dann hat man auf der einen Seite einen fruchtigen Smoothie und auf der anderen Seite theoretisch Obladen, Pfefferkuchen, also auf jeden Fall Weihnachtsfeeling. Diese Kombination ist auf jeden Fall interessant, dass du dieses ja, diesen weihnachtlichen Geschmack wirklich da dabei hast, zusätzlich zu dem süßen Zeugs und es trotzdem noch sehr fruchtig ist, aber eben auch gut gewürzt. Ich finde trotzdem nicht, dass das jetzt wirklich was mit einem Dominostein zu tun hat. Es schmeckt eigentlich eher wie ein Lebkuchen, jetzt habe ich es. Es schmeckt eigentlich eher wie ein
Lebkuchen-Smoothie. Wenn ihr den also auch mal probieren wollt, guckt mal. Wir haben den, glaube ich, im Rewe gefunden. True Fruits Dominostein Smoothie. Das Design ist auf jeden Fall ganz cool. Schmeckt trotzdem nach Fruchtsmoothie und Lebkuchen. Nehmen einfach noch einen Schluck. Ich glaube, ich habe noch nie Dominosteine gegessen, deswegen kenne ich den Geschmack eigentlich gar nicht. Den mache ich jetzt aber wieder zu. Den gebe ich nämlich Pupsi. Pupsi will den nämlich trinken, will den probieren. Vielleicht sagt sie auch, was ist das denn? Dann muss ich den eh fertig trinken. Hat eine coole Verpackung, hat einen coolen Spruch, ist auf jeden Fall auffällig, ist auf jeden Fall heftig. Gönnt euch das, Weihnachten ist um. Weihnachten ist um, ne? Vorne betonen, nicht hinten. Bringt euch aber jetzt schon mal das Weihnachtsfeeling zurück. Ich finde das auch cool, da das Glas ist ja so in der Farbe, das ist ja so gerötet, komplett. Das würde ich mir sogar aufheben und da einfach, keine Ahnung, was reinmachen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr den schon mal gesehen? Wenn nicht, gönnt euch den. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.